Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und das, was wir alle halbe Jahr machen müssen oder was bei vielen Fahrzeugen gemacht werden müssen, ist natürlich Reifendruckkontrollsystem resetten. Da gibt es die unterschiedlichsten Systeme und ich werde immer gefragt, ja, wie kann ich denn oder kann man mit so einem Tester auch Reifendruckkontrollsysteme resetten? Und da muss man immer wissen, wie funktioniert denn das System? Denn es gibt manche Sachen, da braucht ihr im Auto nur einen Knopf drücken. Das heißt, ihr könnt irgendwie mit dem Tester gar nichts großartig machen. Dann gibt es aber auch wirklich unterschiedliche Systeme, wo wirklich jeder einzelne Sensor ans Steuergerät angelernt werden muss. Das heißt, selbst wenn ihr ein Fahrzeug habt, da ist jetzt so ein Drucksensor drin, dann ist es so, dass ihr dann sagen müsst, vorne links ist der Sensor, vorne rechts ist der Sensor und hinten natürlich das Gleiche. Und dann gibt es natürlich Sensoren, da fahrt ihr 5 Meter geradeaus, dann haben die sich schon automatisch angelernt und hier haben wir ja alle halbe Jahr das Problem, dass ich das mit dem Knopf nicht hinbekomme, keine Ahnung warum, und muss natürlich dann auch zusehen, dass ich die angelernt bekomme. Mich stört jetzt diese Lampe nicht, aber ich sag mal, es wäre schon schön, wenn sie aus wäre. Und deswegen solltet ihr immer darauf achten, was ihr für ein System habt. Deswegen kann ich euch natürlich jetzt nicht pauschal sagen, dass das mit diesem Tester geht. Ich vermute ja, weil wir haben jetzt hier 4 einzelne Sensoren, die angelernt werden müssen. Jetzt könnte man sagen, wenn ihr frei programmierbare habt, ja, das könnt ihr jetzt 4-mal den gleichen Sensor anlernen. Ja, ich nehme an, der Sensor hat vorne links die 1, vorne rechts die 2, hinten links die 3 und dann die 4. Dann könnte man ja sagen, wenn ihr einen frei programmierbaren habt, ich mache überall die 1 hin. Ja, dann kann ich die Räder wechseln so viel, wie ich will. Habe ich schon ausprobiert, hat leider nicht funktioniert. Ne? Dann hätte man sich das Ganze nämlich schenken können. Aber es funktioniert nicht. Das Steuergerät erkennt das und sagt sich, so einfach mache ich es dir nicht. Das heißt, ihr habt also wirklich bei diesem Fahrzeug nur die Möglichkeit, die Räder wirklich individuell anzulernen oder anzuprogrammieren. Und wie gesagt, bei manchen Fahrzeugen läuft das automatisch und bei manchen nicht. Und deswegen würde ich euch empfehlen, es gibt dafür ein extra Auslesegerät oder ein extra Programmiergerät. Die gibt es aber auch in unterschiedlichsten Qualitäten, in unterschiedlichsten Ausbaustufen und in unterschiedlichsten Preisen. So, und ich habe irgendwann mal mir bei meiner Reifenbude des Vertrauens, dem habe ich einfach ein bisschen Kohle in die Hand gegeben und habe gesagt, hör mal, les mir doch mal eben die Reifendrucksensoren aus. Das heißt, was habe ich vorne links, also Front Left in dem Fall, Front Rechts, also hinten rechts und hinten links, und schreibt mir doch mal eben die Kürze darauf. Ne? Also praktisch habe ich hier jetzt die Sensordaten stehen. Und wenn ich die habe und natürlich jetzt auch weiß, wo welches Rad sitzt, sonst macht es ja keinen Sinn, dann kann ich das auch mit dem Tester anlernen. Ne? Ist vielleicht also auch mal beim nächsten Mal, wenn ihr sagt, hey, ich habe mir jetzt neue Sommerräder geholt und da sind neue Sensoren drin und ich habe so ein Ding zu Hause und ich möchte die Räder künftig selber wechseln, möchte das jetzt nicht anlernen, weil ich so ein Auslesegerät vielleicht nicht habe, dann könnt ihr das mit so einem Gerät hier machen. Und das machen wir jetzt mal zusammen und deswegen mache ich jetzt hier einfach mal, dass ihr mitgucken könnt und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, ich mache jetzt hier mal an, Rekorder starten und ich gehe jetzt hier auf Zurücksetzen und wir schauen ganz einfach, was er da so macht. In dem Fall TPMS und wie gesagt, es gibt Auslesegeräte, die sind relativ günstig. Ja, dass ihr wenigstens, oder ein Kumpel hat vielleicht eins, womit ihr die Sensoren auslesen könnt. Das ist in der Regel immer günstig und auch schnell gemacht. Das Programmieren ist oftmals fahrzeugspezifisch und unterschiedlich und aufwendig. Ja, also das ist nicht verallgemeinert worden. Da hat jeder so seinen Quatsch gemacht. Und wir sagen jetzt okay. Und in dem Fall schauen wir jetzt ganz einfach mal nach, ob wir zum Toyota dabei haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich das mit dem Tester jetzt noch nicht gemacht habe. Wir haben die Zündung eingeschaltet, alles wunderbar. Wir haben den 16-Pin-Adapter, auch wunderbar. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Sache an, ob wir jetzt quasi über die Tastatur die Sensoren, die wir ausgelesen haben, die braucht ihr ja nur einmal machen. Wenn die Räder nicht durcheinander schmeißt, passiert auch nichts. So, machen wir jetzt mal bitte warten. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Und schauen mal, was er so macht. Zündung ist an. Ich denke mal, der wird jetzt auch gleich wieder anfangen zu laufen. Dumm die dumm. So, jetzt müssen wir natürlich das Fahrzeug entsprechend auswählen. Uiuiuiui. Da bin ich mal gespannt, wo ich das jetzt finde.
So, ich hoffe, ich habe ihn jetzt. Okay. Ja, ihr müsst also am Fahrzeug schauen, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal eben. Ihr seht das natürlich, so ein Tester, dem müsst ihr manchmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen, was das anbelangt. Aber wir gucken mal nach, ob er jetzt irgendwie ein Fahrzeug findet. Da, da ist es schon. Und werden jetzt hier ganz einfach mal schauen. Okay. Müsst also in dem Fall den Typ auswählen. Das ist jetzt auch eine Sache, die, die immer unterschiedlich ist. Deswegen könnt ihr das nicht verallgemeinern. Kann ID-Registrierung. So, willkommen bei der ID-Registrierung. Und jetzt, man kann ja bei manchen Fahrzeugen wirklich einen Satz schweigen oder zwei. Ja, wir machen jetzt hier den Hauptsatz, drücken auf OK. So, und dann will er jetzt, dass wir jetzt die Sachen für jeden Sensor eingeben. Insgesamt 4 davon registriert. Okay, wir machen jetzt die Eingabe. So, geben Sie ID für ID 1 ein. Das ist jetzt das Problem. Wäre schön, wenn er jetzt sagen würde, welche Seite das ist. Aber wir machen jetzt hier ganz einfach mal 1F. 3 Dora 06 Bertha. Wir machen 1F3 Dora 06 Dora. Wir machen jetzt hier noch 1F3, sagen Cäsar F62 und geben jetzt hier noch den letzten ein, das ist 1F3 Wupp. Oh, was habe ich gemacht? Cäsar F84 und sagen okay. Es wird kommuniziert und schon ist die Sache abgeschlossen. Zack. Mache ich jetzt hier mal auf Stopp. Recorder. Okay. Ja, ihr seht also, wenn ihr euch einmal die Sachen ausdrucken lasst, und dann könnt ihr das mit eurem Standardtester machen, sonst braucht ihr ein spezielles Gerät, um die Sachen auszulesen. Ich hatte hier mal so einen Autotester und wenn ihr das versucht, die Sommerräder genauso wie die Winterräder zu kodieren oder anzuprogrammieren, dann müsst ihr immer daran denken, es geht nicht mit allen Sensoren. Nicht alle Sensoren sind, reprogrammierbar, sondern die haben eine feste ID, die könnt ihr auch nicht ändern. Da könnt ihr Magneten dran halten, bis euch schlecht wird, da wird sich nichts dran tun. Und so könnt ihr relativ sagen, okay, macht euch einfach einen Zettel fertig. In dem Fall jetzt hier Sommerräder, auf der anderen Seite Winterräder und merkt euch, wo ihr die Sachen hin habt. Und dann könnt ihr das theoretisch relativ simpel und einprogrammieren. Ja, also, und dann habt ihr auch nur die Prozedur für eine Handvoll Hersteller. Es ist also immer, immer unterschiedlich. Was noch hinzukommt, es kann sein, wie bei dem Tester erwähnt, ihr müsst das Fahrzeug entsprechend identifizieren. Das ist einfach gerade bei solchen Modellen erforderlich, je nachdem, wo die Fahrzeuge gebaut wurden, gibt es auch wieder unterschiedliche Systeme. Wir arbeiten in Europa, glaube ich, mit 433 MHz, dann gibt es irgendwo noch andere Systeme. Also das ist jetzt auch alles... Es wurde extra so gemacht, alles nur nicht einheitlich. Warum auch immer, aber es ist so, jeder legt da Wert drauf und die anderen machen das dann über das Infotainment-Menü und was weiß ich nicht alles. In dem Fall könnt ihr das mit dem Tester relativ simpel und einfach machen. Wie gesagt, lasst euch einfach die Reifensensoren einmal auslesen oder fragt einen Kumpel, der so ein Gerät hat. Ihr braucht nicht unbedingt die Software dafür, um das wieder über die Schnittstelle reinzuschreiben, sondern es reicht einfach, wenn ihr dann so einen Tester habt. Braucht ihr nichts extra kaufen. Okay? Letztendlich war es das auch in diesem Video. Die Sachen findet ihr wie immer unten und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, hier nochmal. Ne? Hier findet ihr quasi die Identifikation des Fahrzeugs. In dem Fall ist es Europe. Und dann jetzt hier zum Beispiel ZWE 186L. Ja, da müsst ihr einfach mal so schauen, was euch im Menü angezeigt wird und was ihr dann da auswählen könnt. Ne? Aber das ist praktisch die Identifikation.